Ja, herzlich willkommen hier im Pietro-Reich in Waldsportstetten in Reden. Nach der Regionalliga-Partie zwischen dem BSV Reden und dem VfB Lübeck mit dem Endergebnis von 2:4 und dem Halbzeitstand 1:1. Ich habe die beiden Trainer hier, zu meiner Rechten den Trainer vom VfB Lübeck, Herrn Langdal, und zu meiner Linken unseren Trainer Benedetto Mazzicato. Ja, ich habe wieder ein Spiel gesehen, wo ziemlich viel Action drin war. Ich habe mich teilweise sehr über meine Jungs gefreut, die ihren Körper eingesetzt haben, die Bock hatten, Fußball zu spielen. Ich habe mich auch sehr gefreut über ihre Jungs, die haben sich auch mega eingesetzt. Also da habe ich teilweise auch geschluckt. Das hat mir viel Spaß gemacht zuzugucken. Dennoch, denke ich, werden Sie das viel schöner erklären können, was da passiert ist. Und deswegen haben Sie das erste Wort zum Spiel. Ich weiß nicht, Sie haben das eigentlich schon sehr schön gemacht. Okay, ich versuche es nochmal mit meinen eigenen Worten. Ja, wir sind hierher gekommen nach dem enttäuschenden Auftritt in Norderstedt. Wollten wir unbedingt ein anderes Gesicht zeigen heute. Und ich glaube, das ist uns mal über weite Strecken gelungen. Wir haben natürlich gewusst, dass das BSV Reden eine sensationelle Serie hingelegt hat, unglücklich das letzte Spiel verloren hat, sehr viel Qualität in ihren Reihen hat. Nicht umsonst haben sie jetzt wirklich viele Punkte gemacht im Frühjahr. Und dementsprechend haben wir uns auch vorbereitet auch taktisch, glaube ich, recht gut angestellt. Ich glaube, wir haben ein sehr intensives Regionalligaspiel gesehen, mit vielen Zweikämpfen, mit vielen Torszenen auf beiden Seiten. Ich glaube, den Zuschauern, die hier waren, denen ist nicht langweilig geworden. Natürlich haben wir, wir das Glück auch ein bisschen auf unserer Seite zum richtigen Zeitpunkt in der zweiten Hälfte die Tore gemacht. Am Schluss dann, muss man so leider sagen, nochmal ein Geschenk angenommen vom BSV Reden. Und ich glaube, unterm Strich dann schon aufgrund des gebotenen Spiels und aufgrund natürlich der Tore, die wir gemacht haben, zwei mehr als BSV Reden, dann auch verdient gewonnen. Dennoch, gut ab, was der neue Trainer hier in den letzten Wochen und Monaten geleistet hat. Die Mannschaft wirklich aggressiv und ganz, ganz schwierig zu bespielen. Und ich glaube, in Richtung Klassenerhalt sollte das dann alles klappen. Danke sehr, schönen Abend. Vielen Dank. Bin ich gespannt auf die Worte unseres Trainers. Bitte, Benedetto. Muss ich nicht mehr so viel sagen, glaube ich. Also erstmal auch Gratulation zum Sieg. Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit. Da haben wir es verpasst, das 2:1 zu machen. Da hatten wir genug Möglichkeiten, ein bisschen Abschlusspech auch. Bei Kais Fernschuss, Adi, ein Kontakt zu viel im 16er gehabt. Da hatten wir das unter Kontrolle, da war nicht viel zu sehen von Grün. Und dann kommen sie halt auch gut in die zweite Halbzeit. Und wie es der Coach gesagt hat, dieses 1:2, natürlich sehen wir das als Foul. Man hätte da auch pfeifen können, weil Micky klar den Zweikampf gewinnt. Aber so sollte es halt auch sein. Und wir sind immer... Wir sind immer entstanden, eben halt auch ein Spiel zu drehen. Mit ein bisschen Glück macht Philipp dann wäre es die richtige Einwechslung gewesen, das 3:3. Super Konter, super Ballbesitz gehabt, aber es sollte nicht. Und dass wir im Moment Geschenke verteilen, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Ich glaube, wir haben in jedem Spiel jemanden dabei, der einfach nicht wach ist in dem Moment. Und so ist es dann schwierig, und gerade gegen eine Mannschaft wie Lübeck, die einfach auch individuell brutale Spieler hat. Ich glaube, dass man das heute auch gesehen hat und dass das dann der Unterschied war am Ende. Aber von der Einstellung her, von der Qualität her, war da kein großer Unterschied. Wir brauchen einfach nur ein bisschen mehr Zeit. Ich glaube einfach, dass wir in dieser Saison einfach nur die Regionalliga halten müssen und dass es dann nächstes Jahr noch besser wird. Das verspreche ich, ja. Gibt es von anwesenden Medienvertretern Fragen zum Spiel an unsere Trainer? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich noch ein paar Ergebnisse. Um 18 Uhr Hildesheim gegen Jeddelo 3:0. 18:50 hat gespielt Weiche Flensburg gegen Hamburger SV 2:0. Mit uns gleichzeitig Eintracht Norderstedt Eutin 08 mit dem Endergebnis von 5:1. Drochtersen Assel St. Pauli 2:1. Eintracht Braunschweig, VfB Oldenburg 1:0. Und Havelse hat gerade noch gespielt, aber da war der Spielstand 2:1. Ich glaube auch nicht, dass da noch großartig was passiert oder passiert ist. Am Samstag, den 14.04. spielen wir auswärts in Wolfsburg. Anstoß im AOK-Stadion um 13 Uhr.
Und das Nachholspiel des 23. Spieltags am kommenden Mittwoch, das ist der 18.04. Anschluss 18.15 Uhr zu Gast dann Eintracht Braunschweig 2. Ja, ich wünsche unseren Gästen einen guten Heimweg, weiterhin ganz viel Spaß und Freude in der Liga. Ich hätte mich über so ein Stück Marzipan echt gefreut heute. Ich gebe euch einfach die Punkte mit. Ich denke, das ist in Ordnung. Viel Erfolg weiterhin. Wir sehen uns. Dankeschön. Euch noch viel Spaß, trinkt noch Bier. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Danke.